Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden es in den Medien heute Nachmittag verfolgt haben. Altkanzler Helmut Schmidt ist gestorben. Helmut Schmidt ist ein langjähriger, sehr guter Freund von Kurt Körber gewesen, hat ihn als Unternehmer und als Stifter über viele Jahre begleitet. Unsere Gedanken sind heute bei der Tochter und den Angehörigen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier im Körberforum zu unserer Veranstaltung Flucht aus dem Kosovo. Mein Name ist Sven Tetzlaff, ich begrüße Sie im Namen des Vorstands der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung und im Namen der Körberstiftung, bei der ich die Bildungsprojekte verantworte. Der heutige Abend ist Teil unserer Reihe Stimmen der Freiheit, die wir seit 3 Jahren gemeinsam mit der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte und der Süddeutschen Zeitung als Kooperationspartner durchführen. Der thematische Bezug der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung zu den Stimmen der Freiheit ist das politische Exil. Dafür steht auch das Leben, die Lebensgeschichte der Stifter. Herbert Weichmann stammte aus einer jüdischen Familie. Elsbeth Weichmann, beide waren Sozialdemokraten, mussten 1933 vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen. Sie sind ins Exil gegangen, sind anschließend zurückgekommen, um in Deutschland, in Hamburg, die Demokratie mit aufzubauen. Elsbeth Weichmann war fast 20 Jahre Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft. Herbert Weichmann hat verschiedene Ämter bekleidet. Zuletzt war er erster Bürgermeister der Hansestadt und bisher einziger jüdischer Regierungschef in Deutschland. Im Andenken an die Weichmanns will die Stiftung mit ihrer Arbeit die Erinnerung an das Wirken der demokratischen Opposition im Exil gegen die totalitäre Herrschaft Hitlers wachhalten. Eine Erinnerung, die durch die aktuellen Verfolgungs- und Fluchtbewegungen sehr gegenwärtig wird. Heute Abend geht es um das Exil und der Kosovo steht dabei, vielleicht für manche von Ihnen überraschend, im Mittelpunkt. Der Kosovo ist flächenmäßig ungefähr 2/3 von der Fläche Schleswig-Holsteins, liegt zwischen Serbien im Norden, Montenegro im Westen und Albanien und Mazedonien im Süden und Osten. Ein Land, das derzeit, wie auch die übrigen Balkanstaaten, unsere Schlagzeilen beherrscht, denn wir erleben einen nicht abreisenden Flüchtlingsstrom zu uns, der über die Balkanroute führt. Und auch aus dem Kosovo kommen Tausende zu uns, um hier Asyl zu beantragen. Kosovo ist das ärmste Land auf dem Balkan. Rund 40% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Republik versinkt in Verbrechen und Bandenkriminalität. Staatliche Strukturen funktionieren nur eingeschränkt und Minderheiten wie die Roma und Sinti werden massiv diskriminiert. Es kommt immer wieder zu Spannungen zwischen der mehrheitlich von Albanern bewohnten Republik und Serbien. Die bundesdeutsche Politik hat den Kosovo in der Frage der Anerkennung von Asylgründen als sicheres Herkunftsland eingestuft. Heute Abend werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie die Sicherheitslage im Kosovo ist. Denn seit geraumer Zeit wird der Kosovo zum Rekrutierungsgebiet für Kämpfer des Islamischen Staates. Und wer sich dem entgegenstellt, erhält Todesdrohungen und wird von den Islamisten verfolgt. Was das genau bedeutet, werden wir gleich von dem Journalisten Visa Dorici erfahren, der derzeit Schutz in Hamburg bei der Stiftung für politisch Verfolgte findet. Er wird Ihnen gleich noch ausführlicher vorgestellt. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nur herzlich willkommen heißen. Willkommen, Visa Dorici. Als zweiten Gast auf der Bühne begrüße ich die langjährige Spiegel-Korrespondentin und Balkan-Expertin Renate Flottau. Während der Bombardierung Restjugoslawiens im Jahr 1999 erschien über 13 Wochen hinweg
ihr Kriegstagebuch im Spiegel, für das sie im Jahr 2000 den Egon Erwin Kisch-Preis für herausragende Reportagen verliehen bekam. Auch Ihnen, Frau Flottau, ein ganz herzliches Willkommen. Moderiert wird der heutige Abend wie bislang in dieser Reihe durch die Partnerschaft mit der Süddeutschen schon Tradition vom Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Wolfgang Krach, den ich ebenfalls ganz herzlich bei uns begrüße. Dann mache ich schon die Bühne frei. Mir bleibt noch der Dank für die ausgezeichnete Kooperation mit der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, mit der Süddeutschen Zeitung. Ich darf Sie an dieser Stelle, wie Sie es gewohnt sind, schon einladen zu unserem kleinen Nachempfang. Auch von mir ein paar Worte und herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Ich fange dann von hinten an. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei Sven Tetzlaff für die tolle Zusammenarbeit und mit seinem Team. Petra Althelmig möchte ich da auch besonders hervorheben. Es ist jedes Mal eine große Freude, hier zu sein. Dank natürlich Ihnen, lieber Herr Krach. Ich freue mich auf den Abend, weil ich weiß, dass das wieder in guten Händen ist. Und schließlich ein sehr herzliches Willkommen an Frau Flottau. Sie haben, das haben wir jetzt gerade schon gehört, einen Großteil Ihrer journalistischen Karriere auf dem Balkan verbracht. Und Sie haben den Aufstieg von Milosevic und die von ihm mit ausgelösten Kriege aus unmittelbarer Nähe verfolgt. Und Sie wissen um die kulturhistorische Bedeutung, die Serben dem Kosovo für ihre eigene Identität beimessen. Liebe Frau Flottau, toll, dass Sie es nach Hamburg geschafft haben. Die Hamburger Stiftung, ein paar Worte. Im nächsten Jahr werden wir 30 Jahre alt, so lange gibt es sie. Und der Start war ein bisschen holprig. Den Gründer und ehemaligen ersten Bürgermeister Klaus von Donani doch ein bisschen schier verzweifeln ließ, denn den Anfang. Aber inzwischen haben wir uns zu einer echten Hamburgensie mit internationalem Ruf doch entwickelt. Was tun wir? Wir holen jedes Jahr bis zu 5 mutige Menschen nach Hamburg, die wegen ihres Engagements für Demokratie und Freiheit verfolgt werden. Hier sollen sie sich von ihren schrecklichen Ereignissen erholen, aber auch werden sie mit unserer Hilfe verknüpft mit der Zivilgesellschaft, mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Die Stipendiaten machen hier wertvolle Erfahrungen, die sie dann zurück in ihre Heimat nehmen. Wir sehen unsere Gäste als Multiplikatoren für die Menschenrechte. Es sind Stimmen für die Freiheit, so wie wir das auch genannt haben, wie der Untertitel der Veranstaltung sagt. Vielleicht noch ein paar Worte, liebes Publikum. Niemand hat sich ausgesucht, ein Flüchtling zu sein. Diesen alten Satz des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge dürfen wir gerade in Zeiten wie diesen nie vergessen. Und er gilt für politisch Verfolgte ebenso wie für diejenigen, die vor bitterster Armut und einem Leben ohne Zukunft auf der Flucht sind. Dagegen, natürlich ist das Grundrecht auf politisches Asyl das eine. Diesem Grundrecht sind wir verpflichtet. Dagegen können jedoch Menschen, die aus wirtschaftlicher Not zu uns kommen, sich nicht auf dieses Recht berufen. Sie werden in der Regel in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Das allein aber wird nichts daran ändern, dass auch diese Menschen sich auf den Weg zu uns machen. Zumindest so lange, wie wir keinen Weg gefunden haben, ihnen beim Aufbau menschenwürdiger Lebensverhältnisse in ihren Ländern zu helfen. Einer von unseren diesjährigen Gästen ist Visa Dorici. Er kommt aus dem Kosovo, das liegt jetzt nahe bei der Veranstaltung, dem jüngsten und mit westlicher Hilfe entstandenen Staat Europas. Die Bundesregierung, sagte Herr Tetzlaff schon, hat Kosovo zu einem sicheren Herkunftsland erklärt, also in so einem Staat kann und darf es politische Verfolgung nicht geben. Und doch erhielt der investigative Journalist Visa Dorici viele Morddrohungen, weil er tief in das System der endemischen Korruption der herrschenden Eliten des Clans in seinem Land eingetaucht ist. Und auch, weil er den Akteuren einer radikalen Islamisierung seines Landes zu nahe kam. Visa Dorici war Imam.
bevor er ausstieg und 2009 begann, als Journalist zu arbeiten. Seitdem interessieren ihn die Drahtzieher radikaler Moscheen und deren Wege, junge Männer in den Dschihad zu schicken. Aber auch die Frage, warum so viele Kosovaren die andere Richtung nach Westeuropa genommen haben, werden wir sicherlich hier beantwortet bekommen. Was Bisa Durici sich von uns für die Menschen im Kosovo wünscht und einiges mehr, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Wolfgang Krach und Renate Flottau. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Sitzen doch da drüben. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Was Herr Tetzlaff unterschlagen hat, ist, dass der Kosovo nicht nur 2/3 der Fläche Schleswig-Holsteins ausmacht, sondern auch 14 Mal größer ist als Hamburg. Das ist natürlich hier, für die Lokalmetadoren sagt man das natürlich nicht. Von der Fläche her, von den Einwohnern her, ist der Kosovo ungefähr so groß wie Hamburg. Zum Verlauf der Diskussion nur, wir werden die Diskussion teilweise auf Englisch führen. Sie haben aber die Möglichkeit, es wird alles gedolmetscht. Visa spricht besser Englisch als Deutsch. Deutsch geht noch nicht so zügig. Es kommt erst. Und wir werden ungefähr zu dritt auf der Bühne eine Stunde diskutieren und dann werden wir die Diskussion öffnen, damit Sie auch noch Fragen stellen können und Viertelstunde, 20 Minuten. Visa, welcome. You're a journalist and at the moment it's a very interesting time in Kosovo. You're a Kosovo journalist in Germany. And now what's happening there is that many people come from Kosovo to Germany. It's at the moment in this year the third largest group of refugees that come to Germany is coming from Kosovo. Do you miss being a journalist in Kosovo at the moment to cover what is going on there? Yeah, to be honest, I miss that because I should be there and cover these stories. Because there are lots of issues going on there, which are not related just to the refugees, but they are related to organized crime and related to the politicians, which are linked to the organized crime, and special to the people who are bringing those refugees here. And I would like to belong now in this time to that country and to investigate those cases, who is behind of this company and who is behind of these people who are encouraging people to came in Europe and who are those people who are helping and especially who are the companies who are bringing them here. So I miss that. Do that thing. Frau Flottau, Sie sind, ich glaube, ein Jahr bevor die Mauer gefallen ist, als Korrespondentin auf den Balkan für den Spiegel gegangen. Was ist Ihre erste Erinnerung, die Sie haben, an den Kosovo? Also ich bin schon sehr viel früher gegangen für den Spiegel, war ich ab 88. Ich bin Ende 78 schon in die Region gegangen. Ja, meine erste Erinnerung an den Kosovo war ein kleines Männchen, das in unserem Gang stand, plötzlich in der Früh um 5 Uhr, ein Kosovo-Albaner, der sich Ahmed nannte, und kam, um die Heizung zu machen, jeden Tag den Kohleofen sozusagen anzuwerfen. Das war üblich in der Zeit. Die meisten Belgrader hatten damals ihren Kosovo-Albaner, der also kam, um die Heizung zu machen. Es gab damals noch keine Fernheizung. Das war mein erster Eindruck. Und sie waren zu dieser Zeit im Kosovo, in Belgrad auch geschätzt. Es war also keine abwegige Situation mit den Kosovo-Albanern. Aber das war eben 78. Und das hat sich dann sehr schnell geändert. Es waren 81, wie wir wissen, die ersten Demonstrationen mit Toten, wo die Serben dann schon mit den Panzern eingriffen. Dann war wieder eine Zeit lang ruhig und dann kam eben Milosevic. Und mit Milosevic ist dann das Ganze eskaliert letztlich. Vielleicht können Sie mal kurz schildern, wie die Eskalation ausgesehen hat, die Sie da erlebt haben als die Spannungen auch nicht nur in Belgrad, sondern auch in Pristina zugenommen haben. Was haben Sie dort erlebt und wie haben Sie diese ganze Zeit dann bis 99 dort als Journalistin begleitet? Ja, nun, Sie hatten Milosevic, der natürlich den Kosovo ausgenutzt hat für seine Politik.
Er hat letztlich aufgebaut auf dem Gefühl der Serben, dass sie benachteiligt sind im Kosovo. Seine ganz bekannte Aussage war ja dann, ich glaube, 87 im Kosovo, niemand darf die Serben schlagen. Das war also die ganz berühmte Rede, mit der er sich zum Beschützer der Serben aufgeschwungen hat. Und das letztlich auch für alle anderen Kriege dann benutzt hat. Dieses Gefühl, ich beschütze euch. 89 hat er natürlich das Größte gemacht, indem er die Verfassung des Kosovos, die seit 74 war und die eigentlich sehr weitreichend war, sie war eigentlich fast wie eine Republik wurden die Kosovo-Albaner oder Pristina oder Kosovo behandelt, die hat er aufgehoben, sozusagen im Handstreich. Und dann, was dann kam, das wissen wir alle letztlich, 90 dann, Kosovo erklärt sich selbst für unabhängig. Sie haben die eigene Regierung, die natürlich nie von den Serben anerkannt wurde, und sie haben letztlich ab 90 begonnen, ihren Kampf gegen die serbische Vorherrschaft. Visa, your journalistic work was especially that you were covering the rising of the Islamists in Kosovo. You were covering the recruiting of young Kosovo people for the Islamic State or the Islamic movement. How did you see the rising of the Islamic movement in Kosovo? Let's see, when it comes to the Islamic movement, this kind of Islamic movements who want to bring Sharia law in Kosovo, it starts a little bit before the war, but it was less people. It starts when the people who first decided to study in Saudi Arabia. In and which year? And it could be in 1992, 1993. From that time, there are some imams who claim that Kosovo, because it is 90% Muslim, should be a real Islamic country ruled by the Sharia, because they learned these things in the Kingdom of Saudi. So, but this number was so less and very well controlled, because in that time we had lots of problems with Serbs. We wanted to become independent. We fight it in the name of nation together, Christians and Muslims together. And but this kind of things started to raise and to become very dangerous immediately after the war. After the war, after the 1999, in Kosovo, they came to lots of NGO from Saudi Arabia and from Arabic countries, all of them, and they bring to these poor people, because after the war we find ourselves very poor and very destroyed. They bring food in their hand, let's say, and three or four books of Wahhabi books in other hand. So this was the way how they start to introduce the idea of bringing Sharia law in Kosovo, through misusing the poverty and one country who was destroyed from the war. You know, most, not 90% of the buildings in Kosovo were destroyed during the war. And 800,000 people were fleeing from their homes. So, and also lots of other crimes committed by Milosevic regime. So Wahhabi movement came after the war and they installed very strong roots in the mosque and inside the Islamic community. They find the good ground to plant the mujahideens. Poverty, no education, and destroyed country. So the success was to there was a huge majority of Islamic people in Kosovo, about more than 90%, and they were successful in making these people to Islamic people and people who engage in religion and who stand for the religion. It was for NGO from the Arab countries who want a real Sharia law. It was very easy because in that time we didn't have education. For example, we needed to learn how to use the computer because even we didn't have a computer in my country. Most of the people, they don't have. So they installed some special courses for computer, for example. And then half of hour they speak about the computer and 1 hour and a half they speak for Sharia. And this was the way how they founded which of the pupils are more ready to be recruited.
And one of the ways which they really use it and misuse it was for the people who didn't have the parents, who their parents died in the war. There are lots of NGO who came exactly to deal with this kind of people, and they took this kind of people in special treatment. There are certain homes which were rented by the Islamic NGOs, and in those homes they sent them for 1 week, 2 weeks. And in that time, they recruit them real as a soldier, getting up in the morning for the prayer fight day, teach them for Quran, teach them how the Islam is going to conquer all the world, and this kind of things. So everything was ready there to plant Mujahideens, because 90% Muslims, and in the same times destroyed country. Weak institution, and also international community who came to my country, especially from UNMIC, was the special mission of UN, were ready just to be rich in that country. They weren't ready to install the institution there. They came to my country, people who wanted to make money. So it is. Frau Plotter, wie haben Sie das, was Visa sozusagen gerade beschreibt, die Zeit nach dem Krieg 99, wie haben Sie das als Korrespondentin, als journalistische Berichterstatterin dort selber erlebt, beobachtet, diese Islamisierung des Landes? Die ging sehr schleichend voran. Also ich muss sagen, bis 99 konnte man überhaupt nichts feststellen im Kosovo. Wenn ich also in Moscheen ging, die waren ziemlich leer, konnte man ein paar ältere Männer sehen, aber Islam existierte eigentlich nicht. Und es hing vielleicht ein bisschen zusammen mit Albanien. Albanien war ja nun bekannterweise der erste atheistische Staat. Kosovo hat sich trotz allem, trotz Enver Hoxha, sehr eng an Albanien angelehnt, auch in dieser Geschichte. Es hängt auch ein bisschen mit zusammen, dass die UCK, also die Befreiungsarmee, eigentlich eher der marxistisch-leninistischen Richtung zuzuschreiben war. Die hatten also auch nichts am Hut mit Islam. Und ich erinnere mich eben auch während dem Guerillakrieg, es kamen ein paar Araber, die helfen wollten beim Befreiungskampf, die wurden sofort wieder zurückgeschickt. So war die Situation bis 1999. Anschließend, man hatte natürlich bis dahin, das muss man auch sagen, der Devise gehuldigt, unsere Religion ist das Albanertum. Und es gab einen Kampf, auf den sich alles fokussiert hatte, das war der Kampf gegen die Serben. Der war 99 zu Ende, spätestens 2008 natürlich mit der Unabhängigkeit. Aber als dieser Kampf gegen die Serben wegfiel und man sollte eigentlich aus eigener Kraft weiterkommen, dann kam die große Frustration und das waren die eigenen Politiker. Das ist ja auch mit ein Grund, warum man heute flieht. Das heißt, die eigenen Politiker, das waren die Befreiungshelden eigentlich, die zurückkamen aus dem Befreiungskampf, wo man ursprünglich glaubte, das sind alles Helden, die haben ihr Leben für uns geopfert und feststellen musste, es sind alles korrupte Politiker. Eigentlich durch die Reihe durch, das weiß man heute, da gibt es kaum Ausnahmen. Kosovo wird heute von einer ganz korrupten Elite geführt. Und diese Frustration, dass man eigentlich nie wusste, wie soll das jetzt weitergehen, die führte wohl auch dazu, dass diese islamischen Organisationen, die kamen, sehr guten Nährboden fanden. Es gibt heute Umfragen, dass, glaube ich, über 50% der Kosovo-Albaner mehr ihren Imamen, also diesen islamischen Organisationen oder wem auch immer, glauben als ihren Politikern. Ich meine, das ist schon ein sehr großes Armutszeugnis auch für die Führung dort. Und ja, wie das weitergehen soll, wir wissen es ja mit den NGOs, mit den humanitären Organisationen, wie Visa eben sagte, also sie machen das ja alles gezielt. Es gibt das System dabei. Es ist völlig identisch mit Bosnien, wie es stattfand, humanitäre Organisationen, radikale Imam, langsame Schulung, dann die subventionierten Reisen ins Ausland. Es ist eigentlich das gleiche Schema. Ja, Martina Beule mentioned before, that you yourself, you used to be an imam. Yeah. Could you describe how you got it, how you your interest awoke for religion, and how did you get into there? Yeah, I was raised in one Muslim family, and my father of my father, so my used to be also imam, but he also, like me, he didn't practice for a long time being imam. He just quit it and then he turned into that to teach my father that the nation is first, then
religion. So, but after the war, I was trying to find a good school, and really the madrasa in my country used to be a good school, because they were good teachers and good condition to study, stuff like this. But also I have some relatives who are imam, very close people, especially my brother-in-law, it's an imam, and he suggested me to go to the madrasa, and I was one of the probably, I don't want to say to myself good words, but I was one of the good students in the madrasa, and I finished that, and I start to work partly as an imam, like when they need someone to for imams, and which they somebody is in vacation, stuff like this. But I had lecture to give speeches in the every mosque, in most every mosque in my city. So, and during this time, I got interest to investigate the corruption. Because in that time, I saw that a lot of imams are being rich so quickly. So just they got, they went to the Saudi Arabia, and when they came, for 1 month, they built a big home. So this was something suspicious for me. And special, I got, let's say, angry when I saw that they are earning money even from the people who are receiving the social money from the state. And probably here people don't know, but in my country, the social money for one family with 5 members, it's just 70 euro. That means people who are living with social money have to live with less than 50 cents per day. And imams were receiving money from this kind of people. And they say, if you don't pay, in that day when you die, we are not going to put you in the grave. We are not going to do any religious ceremony. That was a real threat. And then I got interest to investigate this kind of issue, and I got lots of documents from the Islamic community, and I saw that they are doing lots of laundering money, they are sharing the property of Islamic community to each other. So this is the reason why I decided finally to study the journalism, and I got a job as a journalist. I quit imam, and how to say that from the imam I turned it to be the opposite of imams. And to, because I know better how they work. You're a very young man. You're 27 years old. In which year did you start to be a journalist? I started to be a journalist in 20 years. So 7 years ago. 7 years ago, and it was just in the end of the year when I my state got independent, and in the end of the 2008. And I got a job there. And my first job was editor for culture. But I see that people are not interested for culture because lots of people in that time didn't have even food. And then in that time, 2008, was a lot of people who are living from the war till in 2008 in the tents, you know? And when you live for 9 years, 10 years after the war in the tents, and nobody's want to take care of, or to listen and to read the news about the culture. So this was, I quitted to work as a journalist of culture because I seen in theater is nobody, and in cinema is nobody. People are having much more life trouble, and they want to build their future. You still remember what was your first story? My first story was about the poor people for the big girls, because in that time, the government passed one law which make bigger the crime, you know. If you begin in the street, you can be arrested. And in that time, lots of police were arresting they are not looking for the big fish in the government who are stealing our money, but they were looking for the bigger people in the street who begging for money. And they really in that time, my first story was how the police is treating those people in unhuman condition. They just arrest them from the street and put them in a prison. And what would you say was your first investigative story where you had the feeling, okay, that's what I want to do? Yeah, my first investigation story, when I saw that I can do investigation, was about the Islamic community. I found it there. They have the budget, public. They have a budget for a year, and their budget is 6.5 million per year just for the chairman of Islamic community. But what I found there is that for each year, they are hiding at least 2.5 million euro from that budget.
they are standing somewhere. For example, in the budget of the previous year, it's 6.5. When they turn to another year, they didn't mention where, how they spent it, where they sent it, those money, but 2.5 million euros are missing every each year. So, and I asked this question for years and years, and nobody from Islamic community can say how they are hiding this kind of money. And state don't want to... So the Islamic community in Pristina? Yeah. Okay. They don't, and the state don't want to investigate this case because the state say that we cannot intervene inside the Islamic community what they are doing because they are independent. You know, the Islamic community in my country, they doesn't have they claim that we have constitution. They don't have a special, which called status or something like this, or the paper, how they're ruling, but they name it the constitution of Islamic community inside the, within the state. So they want to be like state. When you started as a culture journalist, how would you describe what's the situation of the press in Kosovo, how the freedom of the press, the coverage, were there any threatenings or could you work free? How would you describe it? From that day until now, we are in freedom of speech and freedom of press in my country. It's much more threat by the owner of the papers or the newspapers than from the outside. At the time? At the time and in this time also. Because you can investigate a good story, you can find a good facts, but when it comes to publish, if the guy who supposed to be attacked from that story, he can find easily the number of your boss and he can call him and say that just stop that story and I will give you money. So I have been fired from the newspaper just because I did one investigation about the one company who was doing advertising in my newspaper. I got fired from the newspaper called Zori, and this newspaper fired me in the same day when my story was published in the front page. Because this company, which I attacked, that company about the corruption, it was giving advertising to the media, and they fired me, and they didn't. So this is the still we are having lots of problems because of the owner. That most of the honor of the media in Kosovo are very linked not just with the politician, but they are linked with organized crime. There are lots of media in Kosovo which have links still in the Republic. I would say that there are strong media who have strong people who are controlling the red light district in Hamburg. Yeah. This is a political issue also in the city, yes. Frau Flottau, wenn Sie als Balkankorrespondentin des Spiegel sich im Kosovo bewegt haben und zusammengetragen haben, Informationen und darüber geschrieben haben, was haben Sie denn als Auslandskorrespondentin, wie haben Sie das Land erlebt von der Pressefreiheit her? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sind irgendwie nicht frei, Sie sind bedrängt oder konnten Sie im Prinzip reisen und schreiben, was Sie wollen? Sie meinen jetzt in Bezug auf die Kosovo-Führung, auf die albanische Führung? Ja. Nein, das heißt, ich konnte natürlich schreiben, was ich wollte im Spiegel, aber es gab hinterher Pamphlets, ganze Seitenweise gegen mich, also schlimmster Sorte. Und wenn dann der Spiegel was brachte, dann hieß es nur immer, die bösartige Renate Flotter hat wieder geschrieben. Dass der Geheimdienst hinter mir her war, das war keine Besonderheit. Das ist eigentlich normal in diesen Ländern gewesen. Da hatte ich mich dran gewöhnt. Auch jetzt, als ich vor 4 Wochen dort war, war der Geheimdienst dicht hinter mir. Aber es hat natürlich dann, es muss dazu sagen, es gab 2 Teile. Es gab einmal der Teil bis 99, wo wir ja fast alle auf Seiten der Kosovo-Albaner waren und auch vertreten haben, großenteils auch im Spiegel natürlich, die Unterdrückung, diese von den Serben hatten und den Kampf eben gegen die Serben, gegen diese David-Goliath-Geschichte. Und dann kam 99 und man hat natürlich gemerkt, die Albaner so... wie wir uns das vorstellten nach dem Krieg, so waren sie also weiß Gott nicht, zumindest die Führung nicht. Und als wir da anfingen, drüber zu schreiben, da wurde es sehr kritisch. Also ich wurde eigentlich Schritt auf Tritt bewacht. Ich konnte natürlich im Spiegel dann schreiben, was ich wollte, das hat mir keiner verhindert. Aber ich hatte Probleme bei der Einreise und wie gesagt, man hat mir natürlich im Hotelzimmer meinen Computer völlig zerstört und diese Dinge waren dann an der Tagesordnung.
Und es war auch schwieriger, dann Gesprächspartner zu kriegen, denn es färbte schon ein bisschen ab auf die Leute. Wenn natürlich die Zeitungen ganze seitenweise Pamphlets gegen einen schreiben, dann haben die Leute auch ein bisschen Angst, sich mit jemandem zu unterhalten weiter. Vijay, you mentioned that the threatening of the freedom of the press was and is especially from the owners of the media organizations, of the papers, who are corrupted. So who prevent their own staff, their own journalists to publish stories. When did you have the first time the feeling that this is not the only way of threatening me as a journalist, but there is another threat for my work? Yeah, when I really started to work in the issue of Islamic community, really in that very first day, when I published my first article, and my title was a little bit so strong, I name, because the Islamic community in my country, the short name is BIC, and my title of my article was BIC Mafia. So I explained how the BIC, this Islamic community, is working real as a mafia. And in that very first day, I got a call, in, not in my number, but in the number of the newspaper, and they threatened that we are coming to bomb your magazine, your newspaper. So even editor-in-chief in that time was a little bit afraid, because it was nobody know that they are 90% Muslim, that could do that. And from that day, I got I started to say to myself that you should be used to. So this is just the first time, but this will continue, because the people in my country, they are not used to hear the other truth. They have, especially when it comes to Islamic community, they have the meaning of the truth. The meaning of the truth is their truth. If you tell another truth, that means you are against them. In that game, you don't have the middle, or you don't have any other kind of meaning. They are all, you are enemy or you are friend. So in that time, and after this, I really, from every each, I probably it's not too much to say, but it's true that in every each investigation I got a threat. But most of this threat, I started to be used to threats, and I thought, okay, leave it, delete it. I didn't report. But the moment when I started to report the case was when the Mujahideens become very strong, and they started to follow me. So for many months I was followed by the followers of the imams, and they followed me from my job to my home, and they took pictures for everything, and they were really planning. When did this start? In which year? This started from the early year of in 2013, and then continues 2014. And in that time, I received each day hundreds of threats, but most of the time was from the people with fake identity, but. The cases which I reported in the police, there are more than 23 cases, exactly 23 cases, which are real people with a name and surname, which say that, yes, we are coming to kill you. And some of them got arrested, but just for a short time. Probably it's good to share here that one of the guy who was charged by the prosecutor for threatening me, after 1 year, he got one punishment from the court, but the punishment was so funny. The court decided that we are not going to send him to prison, we are not going to do anything with him, but just we are going to confiscate his phone. So it was just, it's written in the decision of the court. The only punishment for this guy is he don't have to threat you again, but we are going to confiscate his iPhone 4. So the way you were threatened was normally by phone. They called you? Or? Yeah, most of the time was through my Facebook, my email, and sometimes they send the letters to my newspaper. When they couldn't get me in the Facebook or in the mail, they send the letters with anonymous names, you know, and they say that we are going to kill you, stuff like this. Some, for them, it's very usual to be to threat. You know, it is every day they are doing same thing, and the problem is the system of justice system. In fact, we don't have justice system. If somebody threat one journalist for their articles and the punishment just to confiscate his phone, they will encourage him this kind of
When did you go the first time to the police to tell them that you are threatened? Before of this kind of threatments from Mujahideens, the first time when I really go to the police was January of 2011, when I got threat from the one businessman, before I published my story. Because I just sent the question to the municipality of Pristina, because this businessman was doing the illegal buildings, and in the same time, he got the public contracts from the same municipality. And I was trying to do this kind of research. And he threatened me, and he said, I'm coming. And when I got to the police, I really wanted to give up from that things, because I went into the police, and the police started to abuse on me, to say, but it was is not your job to investigate so deeply how he's doing. So probably you offend him with your question. So the police, in fact, was in the side of the businessman. But about the Mujahideen, I went it in 2013 first, and I did the report, and I sent it to them officially, and I say that if you can do something, please do it. Most of the time, I don't believe in the police. I don't trust on them. But when it comes to Mujahideen, I decided to trust because I didn't have any other support at that time. And apart from the story you mentioned with the confiscated iPhone, was there anybody of those people who ever threatened you, who went to prison, who was caught, who was sentenced, or no anyone who was in the prison? They just arrested them for how to say that, invited them for the question, and after that they just released them and say, okay, you are free. After 1 year, it will be your trial, and then. And during this year, you can do whatever you want. And after, when you get punished, you cannot threat the journalist anymore. So no any single person was put in the prison. I got the real threat, me and my girlfriend also, from the guy who is the brother of one Mujahideen who really died in ISIS. After this guy died, I did one research how he got in touch with Mujahideen and stuff like this. And his brother threatened me, and the police didn't arrest him. They just invited him as a friendly, come by and we will do one interview for you. And now this guy who threatened me and my girlfriend also, he's in Norway, he's living in Norway. And police cannot contact him anymore. He's living in Europe. He can come, for example, in Hamburg and talk to me kindly again. When did you have the first time the feeling that you have to take these threats really serious, that you were really afraid and that you were thinking about consequences? I was in vacation, and then I just saw that one NGO called the Youth Forum of Islamics in my country, which is strongest NGO for Islamic community. They started one campaign as Renata. When was it? It wasn't in the beginning of 2014. They started one campaign, a real campaign, to say that every Muslim who got arrested, every Mujahideen who got arrested from the police, isn't from the police, it's from my side. They claim that I am not Muslim anymore, so you know, as a Muslim, according to the Quran, according to the Sharia law, each Muslim who give up from the religion should be killed, and they claim this publicly. So in this time, I say that if this NGO, which is so strong and linked to the Islamic parties, started a campaign for one week, completely every day they released 2-3 news against me, I say that probably now is the time to go and to trust a little bit in the police. Even the police is so corrupted, and even the police, we have many Islamists. I decided finally, and this was one like advice from a friend of mine. She's a prosecutor, and she told me that, I know you don't trust in the police, but in this time, after this big campaign against you, you should do something. And what did you do? And I did. I collected every threats, and I collected all the campaign of that NGO, and I did it one long statement with the proofs, everything. And I send it to the police. And I explain to the police what means in Islamic Sharia law if somebody say that you are not Muslim anymore. This is the real threat for death. If you are Muslim and somebody say from this time you are Murtad, because they have a special name, Murtad,
you give up from the religion, that means each Muslim have rights to kill you. And it's their duty to kill you. And how did the police react on that? Very, very, very slowly. The police got in this case, they started to investigate this case just after this friend of mine from the prosecutor called the director of the police and say, you have to investigate this case. I sent in this case and they didn't contact me, even didn't contact me. But they started to investigate this case just when the pressure came from the prosecutor. And what happened then when they started the investigation? Well, they started the investigation and in that time they invited the people who are director of those NGOs who make campaign. And those guys were released the same day. They just invited for the question and even they give to them the coffee in that in good environment and say, don't threaten this journalist anymore. So. But I don't know if there is any case anymore or they closed it down everything because they didn't inform me anything. And the guys who organized this campaign against me, still they are free. Still they are doing same thing which they were doing before. Still they have this website called basimtauri.com. And every day they release their in that website news about the Mujahideens, and they have a online radio which invite people to join in jihad. And those people are still free and still are doing the same thing. Frau Flotter, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie vor 4 Wochen das letzte Mal im Kosovo gewesen sind. Welche Eindrücke haben Sie, auch nach dem, was Vija jetzt erzählt, sozusagen von der nicht funktionierenden Polizei und Justiz, welchen Eindruck haben Sie vor 4 Wochen gewonnen dort? Welchen haben Sie mitgenommen? Ich kann das nur bestätigen, was er sagt. Ich habe auch mit einer Journalistin gesprochen, der geht es ähnlich wie ihm, arbeitet auch bei der Zeitung, hat sich also auch konzentriert auf aufzudecken, was da alles passiert mit der islamischen Gemeinde, von welchen Geldern sie alles subventioniert werden. Da sind eben auch, wie er auch sagte, immense Millionen im Gespräch, die da plötzlich einfließen. Sie erzählte mir auch zum Beispiel, sie hat an einem Wochenende 200 Drohungen gekriegt. Sie musste die Tochter von der Schule nehmen. Das Kindermädchen hat gekündigt, sagt sie, weil sie Angst hatte einfach. Also es gibt immensen Druck. Was das Straßenbild als solches betrifft, war ich etwas überrascht. Hatte ich eigentlich mehr erwartet, dass ich Frauen sehe mit der Burka und zwar auch mit diesen Schlitzen nur. Konnte ich nicht so viel sehen. Ich war überrascht, dass relativ viel junge Männer in die Moschee strömten am Freitag. Die war also brechend voll und vor allem junge Männer, im Gegensatz zu früher natürlich. Was die Polizei betrifft oder überhaupt vielleicht ein Wort zur islamischen Gemeinde, ich glaube, sie wiegelt sehr ab. Ich hatte also mit dem Vertreter dieser offiziellen islamischen Gemeinde ein Gespräch. Da wurde nur abgewiegelt. Also es gäbe keine radikalen Imame. Man hätte alles im Griff. Als ich ihn fragte, ja, ob das denn normal sei, wenn ein Imam, was also passierte, sagte, Mutter Teresa müsste eigentlich in der Hölle schmoren. Das sagte wohl ein Imam, ich glaube, aus Pristina. Ja, das war ein kleiner Ausrutscher. Aber ansonsten wird alles negiert von der islamischen Gemeinde her. Die Dame, mit der ich sprach, die Journalistin, sie erzählte mir, dass in jeder größeren Stadt, in der größten Moschee, man Imame beschäftige, die eben richtige Hassprediger sind. Und dass das sehr gezielt stattfindet. Sie haben auch mittlerweile zum Beispiel Imame aus Saudi-Arabien, sie haben sie aus der Türkei sehr viel. Man schleust also durchaus von anderen Ländern auch Imame derzeit ein. Was die Polizei betrifft, bin ich auch seiner Meinung. Auf der einen Seite, ja, es wurde ja ein Gesetz erlassen, wer also nach Syrien geht, dort kämpft, muss damit rechnen, bis zu 15 Jahren Gefängnis, wenn er zurückkommt. Es wurden auch verhaftet, aber dann auch nach dem Motto, wir haben doch nichts in der Hand und sie werden wieder freigelassen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner tatsächlich verurteilt wurde von denen. Vija, when did you take the decision to to leave the country, and when did you decide that it's you can't work there and live there any longer in Kosovo? From this time, as I told before, that when they really organized a campaign against me, I was thinking to find another job, because to give up from the journalism. Sometimes we are human. I am raising in one family which teaches my father to be strong, but sometimes there are some limits.
And if the majority, because 90% are Muslim, if the majority is against you, that you cannot go for a long time against majority. And I really was thinking to give up and to find another job, to start and studying and something like this. But in that time, I got the phone call from Martina, and she explained that I am from Hamburg Foundation and stuff. And my English was in that time worse than now. And I couldn't speak fluently with her, and I told, can you send me one email? What kind of proposal is this? And then she told me that we can host you for 1 year, and then you can rest and you can take another decision. And in that time was really helpful for me. So it was, in that time I was very thinking that to give up forever from the journalism. And Martina told me and invited me from Hamburg Foundation on this. And do you know how she got to know you, or how she got your name? I don't know exactly, but probably in that time I got just one support from outside, because from inside nobody was interested to support me. And I got one support in that time was from the Reporter Without Border, and they released one statement and say the state have to support me. And what was fun in that time, that after this statement, the police invite me and told me, we can support you, we can give you two police to take care for you, but the leader of this team who decide which police, he see me, but the guys who want to threat you, they are my friends. And how to believe on that? You want to protect me from your friends? So, and I say that, no, I'm not going to take your protection, I will can't protect. And they suggest me to take a gun. It's written in paper, they sent it me official paper, you have to carry a gun. So how the journalist can carry a gun? It is, if I am working as a journalist with gun, I'm not a journalist, I'm a cowboy. It is, so it is. And in that time when Martina invited me, I was so happy and I was just running. But in that time, Martina can remember better than me. But I was so, I cannot get the visa. Because 90% of Albanian and people from Kosovo got refused from German embassy. And I say, I am thankful to you who invited me, but it's impossible to come home. And how did it go possible then? Yeah, the Martina fixed it everything, so it was so quickly. She can fix everything very quickly. So. Renate Flotta just mentioned another colleague who is also covering the same issues that you did cover when you were there. How many journalists like you were then in Kosovo, and how many are there today? Very few, because we have, unfortunately, now the Islamic, especially the Salafist movement, it's infecting every field of the life. Now they are infecting even journalists. I know a lot of journalists who in the private conversation, they claim very, very clearly that we are for Sharia law in Kosovo. We want to bring Sharia law in Kosovo, and they're working as a journalist. So we have the people in the government who are in high position, and they claim publicly that Sharia law is the best. The director of the European integration in the Ministry for Administration is a long time. He is one of the guys that publicly every day in the Facebook write that Sharia law is the best thing. We have to bring Sharia law. European Union is Catholic and against Islam. And he's supposed to be the guy who tried to bring us closer to the European Union. So there are really few journalists who are liberal and who think that Sharia law is not a future. So you left the country about 1 year ago. Yeah. How do you get your information? How do you keep in touch with your former colleagues, with the people there? How do you organize that? Yeah, the internet is helping a lot. But yeah, and my friends told me that you are a phone guy, because all the time I'm in my phone and watching for the news and being in touch with my colleagues. And also in that time, during this time, I have done 2-3 investigations from here about the corruption and about the Islamist also. So I'm trying to keep contact, to use the internet to keep in contact with my colleagues, because I'm planning now really to go back and to
continue my work there, and I have to keep in contact with them. But internet is on the way. So when Tetzlaff mentioned it before that there are so many people that from Kosovo who now go to come to Germany, you mentioned the one guy who used to threaten you, who went to Norway. Yeah, he's Norway. What are the reasons why people leave the country at the moment? In my country, there are lots of... I don't know why, how the Germany took this decision to say that Kosovo is a safe country. Probably Kosovo is a safe country unless the meaning of safe is just if you don't have the conflict, if you don't have the war. But the Kosovo is not a safe country. In Kosovo, at least 30% of population are really touched by the poverty. More than 60% of young people are unemployed, and more than 35% of all the population is unemployed. So there are people who are living with social money, they are living on less than 50 cents per day. In capital city, 16 years after the war, in most of the neighborhoods, you don't have even the water facility during the night. So if for somebody this country is safe when you don't have future, when the corruption is in high level, we have just two kind of choice in Kosovo. We have people from PDK, which are linked with the KLA, Kosovo Liberation Army, who can become who can come in power, and we have people from LDK, who are both of those sides are linked with the very suspected foundation here in Europe before the war. For the people before the war, they know that in Europe, where one called so-called the homeland is calling you, one foundation, and they earned million and million of Deutsche Marks, and nobody knows where the money are. And those people from this foundation are now in the power. And it was in that time also another foundation called 3%, or government of Bonn. The government was from Bujar Bukoshi in the Bonn. And also they earned a million of euro and dollar, the Deutsche Marks in that time. And still this kind of people who are based, their career is based in the suspicion foundation, are ruling with my country. So you don't have security because the police is so corrupted. You don't have a future because you don't have job. If you don't have job, then you don't have future. The education system is completely destroyed. So in this kind of circumstances, you will have just two choices: to came in Europe through refugee or to go in ISIS. So all this kind of circumstances are getting worse and worse because of the isolation of European Union. You know that in Kosovo is the most isolated country in Europe. We can go just in Turkey without visa. A few years ago, I read the Kosovo Progress Report of the European Commission that was published 1 year ago. Today was released a new one. When you read the progress report, it's hard to bring it together with what you are telling here, because the report is quite optimistic and it says okay, there are some problems with corruption and organized crime in Kosovo, but on the whole, human and fundamental rights continue to be broadly guaranteed by law in Kosovo. This is what the European Commission says in the report that's 1 year was published one year ago. In my country, the police never came on our military because we don't have military and to kill you in the home. But if you don't have a job, you will die. So it is not that somebody have to kill you to be safe. If you don't have the safe future, if you don't have this kind of basic human rights. I'm not speaking that when I say the basic human rights, I mean to have a normal life. So I mentioned before that in capital city during the night you don't have water facility. So this is the right of pissing is the human rights. But you cannot do that in the capital city of Kosovo, because during the night you don't have water.
how you can do that, your toilet will be destroyed. So it is this kind of issue that we have unemployed high number, and we have the young people, more than 60% of young people are unemployed. So they need to have a future. And the progress report, we call that a regress report, all the time it's getting worse. If you read year by year, the things are not going to be better, but that things are going to go back to get worse. When the report progress, they mention just this kind of position, but they didn't mention the progress report didn't mention that the chairman of Constitutional Court is accused for the corruption. The chairman in appeal court is in the prison for the corruption. The prosecutor, a few weeks ago, got arrested, and in her bag were fined more than 20,000 from the mafia in her bag. So the progress report didn't mention this kind of issue, which are high. They are very strong facts, which shows that Kosovo is not a safe country to live there. You don't have future if you live there. Frau Vlotta, wie beurteilen Sie die Frage, nachdem Sie das Land so lange kennen, jetzt auch dort gewesen sind, wenn die Bundesregierung sagt, Kosovo sei ein sicheres Herkunftsland, wie würden Sie das beschreiben? Ja, ich glaube, bei der Begriffsdefinition sicheres Land heißt doch immer im Wesentlichen. Und wenn man das im Wesentlichen mal wegnimmt, die Ausnahmen, glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung, wenn er sich also nicht groß in die Politik einmischt, also bis zu einem bestimmten Level nur kritisiert, ich glaube, dass er keine Verfolgung erleidet. Aber derjenige, der sich tatsächlich dran macht, durch Aufdeckung, seien Journalisten, durch andere Dinge, an die Macht der Machthabenden sozusagen zu kratzen, ich glaube, der lebt sehr gefährlich. Kosovo wird heute regiert von einer Mafia, das weiß man, und vom Geheimdienst. Der Geheimdienst ist überall zugegen. Sie kriegen heute im Kosovo keinen Job, wenn sie nicht, also vom Geheimdienst, wenn das nicht für gut hält. Und er schickt vor keinem Mord zurück. Und ich möchte erinnern, der Prozess gegen Ramush Haradinaj, der war zeitweise Premier im Kosovo, wurde dann angeklagt vom Haager Kriegstribunal, wurde freigesprochen. Und es wurden 19 Zeugen ermordet in dieser Zeit, Zeugen gegen ihn oder starben auf sehr mysteriöse Weise. Also das muss man sich mal vor Augen für 19 Zeugen, dann kann man sich vorstellen, wie für Menschen, die kritisieren, wozu er auch eben gehört, und die wirklich an der Macht kratzen, die leben sehr gefährlich. Da würde ich nicht sagen, für die ist es ein sicheres Land. Sie haben dann die Roma, für die ist es auch kein sicheres Land. Die Roma haben im Krieg mit den Serben etwas kooperiert, würde ich sagen. Das trägt man ihnen heute noch nach. Man hat ganze Roma-Siedlungen abgefackelt. Und ich glaube, sie werden auch heute noch, man kann es fast verfolgt nennen. Was haben sie noch? Sie haben die Journalisten natürlich, haben wir gerade besprochen. Die können, glaube ich, auch nur bis zu einem gewissen Niveau dann ihre Kritik äußern. Aber die Frage ist, was ist eben sicheres Herkunftsland? Wenn Sie also von der Mehrzahl der Bevölkerung abgehen, ich glaube, wenn Sie sich im Rahmen halten, kann man es durchaus sagen, aus meiner Sicht. Vizar, you didn't answer the question before. When I asked you, the people who flee, who leave the country at the moment, according to your perception, the refugees who come here, are those people a majority of people who flee from the Islamic people there because they are fighting against the Islamic people? Are these people who, of course, we know many of them are Roma, or what kind of people, or are people coming here under the flag seeking political asylum, as you mentioned, the other guy who was going to Norway, and in fact, he's one of the Islamic fighters. From Kosovo are coming most of the people who are, as I know, they are for economic reason, because, you know, they're most of the people, as the Renata said, that unless you are not dealing with politics, you will not get threat, but you will not get also opportunity. So you have two choices. If you be opposite of the politics and you want to investigate, you will be threat from them. If you be part of them, you will have a job. But now the percentage of the people who trust in this government are
just 70% was one last measure from the USAID. USAID is one American organization, and they did this and say that 85% of people don't trust in public institutions. And if you compare that, that 60% of the people in last election decided to boycott the elections. This is a very high number. That the, in fact, the old government is illegitimate government. Just less than 40% of people voted for them. So, and the people who are coming here, which I met some of them, they are coming here to have a better chance because in my country they cannot find the future. And also through this way are coming also some many Islamists. It's acceptable because it's understandable because the 90% of the people in my country are Muslim. So could be that most of them are Muslims, and even some of which I met here in Hamburg in the camps, in Harburg, the camps, they're going, they came here in Germany to claim asylum, and they are all the time speaking for Sharia law inside the camps. And they got in touch with Arabs people, and they got in touch with Turkish people who are linked somehow with Syria. So it will be also the danger, but all the time we have, don't forget these things, that people from my country are coming here to have a better chance for life. There, they don't, there it does exist any, have, any hope. I can mention, I don't, for example, my sister, got degree many months before, and she is not finding any single job, and her marks are very high and in public university. So if you are tried one times, two times, 50 times to get a job and you don't find a job, of course you will try to came in Europe. Did you personally seek for asylum here in Germany? No, I'm not going to seek for asylum because I want to go back there. I will stay in Germany just if I get opportunity to study, because as I mentioned in many times before, that in my country the education system of education is completely destroyed. We don't have system of education. So if I can have opportunity to study here, yes. And I wish that all the Kosovars will have this opportunity to study here. Yeah, the Europe have to open the border and to let them, those people, to come and to be educated. Because they will be danger also for you. For Europe, I mean, if the Europe don't want to let them to came in Europe and to get the education in Europe and to get the culture, they will go in ISIS. So the people are not going to stay in Kosovo. You cannot push people under with the police and say, like in North Korea, you have to stay inside. Mm-hmm. This is not a solution. So there are two choices. They have two choices: to flee in Europe or to flee. Because in Europe, they are not welcome, but al-Baghdad state, they are very welcome. And why did you personally not ask for asylum here? Because you were persecuted there. Yeah, I am persecuted there, but I want to go back and to work if I have a chance to work. And I want to study if I have a chance to study. So I am one of the guys who for those years, I survived. So I know the way how to survive. With that environment. So unfortunately now I'm used to that environment. So I can go there and to find a job and but of course not a good job. You know. So you don't want to work again as a journalist? Yes, I want to work as a journalist if I can find a job as a journalist. As I told you, all the time is a problem of the owner of media. Owner of the media don't want the journalist who go deeply. They want just some journalist who can interview, as she mentioned, Mr. Haradinaj, and to say, hi, Mr. Haradinaj, how is your plan? But they don't want a journalist who say, Mr. Haradinaj, have you killed, or have your group killed 19 witnesses? So the owner of media don't want such kind of journalist who investigate and who make a strong question. And do you think that you will change your mind and you won't ask the questions like these in future? No, I'm not going to change. I will decide to continue this kind of job, and till I'm alive. So probably I, because as an Albanian we are, we don't have a fear from the death. Some people know here. Some people have met and live in Kosovo, and so they know the Albanian don't feel afraid from the death. We are used to death.
You know that the most famous cap of the Albanians is it looks from outside the cap, a hat. Sorry, hat. But in fact, it's not hat. It's the wear for the death. We are used for 1,000 years to keep with us in the hat the clothes of death. If we die somewhere, the other people can wear it. So we are very used to this kind of. We don't feel afraid. So this you cannot scare an Albanian. Frau Flottau, was glauben Sie, wohin wird sich der Kosovo entwickeln? Tja, das ist eine schwierige Frage, wenn Sie mich fragen. Was den Islam betrifft, so sehe ich eine Gefahr. Auf der anderen Seite muss man wissen, die Kosovo-Albaner sind den Amerikanern sehr dankbar. Und ob sie also mit dieser Dankbarkeit gegenüber den USA da erlauben, groß den Islam Fuß zu fassen, da bin ich nicht so ganz sicher. Aber für die Leute von der IS ist es sicher ausreichend, irgendwann mal eine gute Basis im Kosovo zu kriegen. Also das, was die IS betrifft. Ansonsten die Zukunft des Kosovo im Augenblick. Ich frage mich natürlich, die Kosovo-Albaner haben so viel Mühe und so viel Energie verwendet, die Serben loszuwerden. Sie haben es sogar geschafft, dass die Amerikaner bombardiert haben. Wieso wählen Sie dann Ihre korrupte Regierung ständig wieder? Wieso können Sie die nicht abschaffen? Wieso gibt es da nie massenhaft Demonstrationen? Jeder Albaner weiß ja in Kosovo, dass er eine korrupte Führung hat. Warum geht man da nicht auf der Straße und sagt, weg mit denen? Sie haben im Kosovo heute eine Opposition, die existiert eigentlich gar nicht. Die beschränkt sich nur darauf, wenn es irgendwelche Gesetze zu verabschieden gibt, die vermeintlich zugunsten der Serben sind, die im Kosovo leben. Das ist die ganze Opposition. Ansonsten existiert nichts. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn diese Führung mal weg wäre, die ja auch im Westen sehr aufstößt mittlerweile, man kümmert sich ja auch weniger um den Kosovo, man fasst ihn ja fast schon mit spitzen Fingern an in letzter Zeit, weil man sieht, es geht nichts vorwärts. Wenn man das mit der Führung mal geregelt hätte, dass da mal normale Leute hinkommen, nicht korrupt, das würde ja auch der Bevölkerung wieder Hoffnung geben. Und es würde ausländische Investoren auch ins Land führen. Die kommen ja auch nicht. Die haben ja auch, sehen ja auch, die Gerichte funktionieren nie. Es geht nur mit Korruption alles vorwärts. Ich glaube, die Kosovo-Albaner sollten in der Richtung auch mal was tun. Lisa, you mentioned that Kosovo Albanians, we are not afraid, we don't have fear. Why do you, the people in your country, not walk in the streets and protest against the Because government? We don't have leaders, uncorrupted leaders. We are a unique country in the world where all the parties are in power. So we don't have exactly opposite parties. So we had before one so-called self-determination movement with Vendosia, but before 2 years, two years ago, they got on control. They win the election in the capital, and how they are ruling with the capital, with the power in the capital, it's the same with the PDK and LDK. So we don't have any difference. We don't see any difference. In fact, we don't have any other guy who is ethically enough grew up to be followed. So I say we are hopeless because if you don't have any other choice, we have choice to put in the position of prime minister, either Mr. Thaçi, who is suspected for organ trafficking, Mr. Haradinaj, who have been prosecuted for real war crime, but the Hague failed because the UNMIG was responsible for this. I have here in my flesh all the witnesses, all the testimony of the protect witnesses, which were released from the UNMIG. So then the people got killed, people. So we have Mr. Thaçi, Mr. Haradinaj, and now we have the one prime minister. If we took it him from the archive of communism, he was the leader of the Kosovo in the Communist Party, and now he's a prime minister. So we have this kind of choice, either to get the people from archive, from the Communist Party, or the people from KLA who are suspected for organized crime and organ trafficking and stuff like this. So we don't have any other leader to be followed. I think this is a good moment to open the discussion for all the people here. If anybody wants to ask questions, we have microphones in the room, I think. Und hier in der ersten Reihe ist eine
Oder machen wir hier hinten zuerst, okay? Und dann Sie da vorne. Bitte stellen Sie gezielte Fragen und keine Co-Statements. Ich heiße Maria Pliva. Ich möchte Herr Dorici auf Deutsch fragen, weil mein Englisch ist noch schlechter als mein Deutsch. Ich möchte fragen, ich weiß, dass die Präsidentin von Kosovo ist eine Frau, aber ich möchte fragen, wie viel Prozent von Frauen dürfen frei heiraten, wie viel Prozent von Frauen dürfen zum Beispiel rauchen, ins Restaurant gehen, also privates Leben haben, wie zum Beispiel in Westeuropa. Danke. In this point, I think that we are close, very, like a European country, because all women are allowed to go in the night, to go in the pubs and everywhere. So it's not a big problem about this issue, but it's going to become a problem because the Islamic community and most of the imams now are claiming that women should be controlled because they are out of the control. But till now, we didn't have this problem. For example, we have, according to the law, we at least must have 30% of the women in the parliament and also in the government. But in government, there are less women, unfortunately. It's the man government. But in parliament, we have quite good representative. And there are lots of good and strong women who really win that position. We have, for example, Jakova, it's one city, which is the mayor is female, and she really win against all the men. In that election were more than 15 men and just one woman, and she win. So yeah. Okay, dann hier vorne eine Frage und dann die nächste und da hinten. Klaus Flader, guten Abend, Herr Dorici. Dorici. And one short question. You mentioned NGOs. Is it NGO, non-government, to Albania? Or is it non-government to every other government in the world? Because I mentioned that in particular because you referred to Saudi Arabia. Look, there are some NGOs which are registered in the government as a non-government organization, and those non-government organizations could be founded in the Kosovo or could be branched. But the problem is with the law. According to the law, they don't have any responsibility, and in the same time, they don't have to pay taxes. So if you want to do something, it's much more better to open one NGO than to open one business. So the Arabs could open the businesses also in my country because they have money, but they open NGO. Because according to the law, as an NGO, you just have to do an annual report in the year. And they say that, okay, this was my activity, but nobody has right to come and to check what you are doing. You can claim that we are a humanitarian NGO, as most of them claim, and they can do recruitment, and you don't have any mechanism to control them. Okay, dann da. Ja, Frau Flachter. Die viele der Flüchtlinge aus dem Kosovo sind. Sinti, Roma, Sinti, die kamen hier kaum vor. Ist das kein Problem? Frau Flotter hat aber explizit davon gesprochen, aber Sie können gerne. Die Roma, ja, das sind ja. Dann, wenn wir oft sprechen von Serbien kommen Flüchtlinge, das sind dann auch zum Teil die Roma aus dem Kosovo, die über Serbien kommen, die aber immer noch als serbische Flüchtlinge angesehen werden. Sie kommen aber auch aus dem Kosovo in Reichen. Aber ich glaube, dass es relativ viele sind, ja, die hier sind. Ich habe keine genaue Zahl, aber ich glaube, dass es sehr viele sind. Und sie kriegen auch, glaube ich, bei uns Bleiberecht. Ja. Oder haben es zumindest sehr viele Jahre bekommen, weil man gesehen hat, dass sie im Kosovo noch verfolgt sind. Jetzt da die nächste Frage war hier. I would like to ask
Mr. Durici and Frau Flotter, with respect to journalism, is the situation not the same in Macedonia and in Tirana? There is no free press in Skopje and no free press in Tirana. There is no free press in Sarajevo, and I doubt that there is free press in Belgrade. So I think the situation in Pristina probably is worse, but in principle, it is the same in all those countries. I think that in compared with Macedonia, you cannot compare any country. The Macedonia is a real dictatorship controlled by just one person, and he is the prime minister, and he can control, he can do whatever he wants. So the media in Macedonia are in very worst condition because they pass some law which they can close down the media if the government don't like their publication. In my country, they cannot close down. This is the interesting thing because we have now, we opened the websites. This is the way how we work. And they cannot close down websites because you just get one laptop and go somewhere, the coffee, and you can put the news there. So it is, for government, it's impossible to close down the websites. And if you compare with Macedonia, Kosovo is much more good in this condition. And also, as I know, Albania as are having other problem. In Albania, the media are not, they are not persecuted by the state, but the media are fighting with each other. Because in Albania, media are controlled by the businessmen, which are linked to, because there are two major parties, Democratic Party and Socialist Party. So they have media, and the media are fighting with each other. So no any media in Albania, it's for public interest. They are part of the different parties. Okay, dann war hier eine Frage in der zweiten Reihe. Die EU und die NATO haben sicherlich länger als 10 Jahre Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, im Kosovo investiert. Und es sind Tausende von Helfern aus allen Bereichen bei Ihnen gewesen, die versucht haben, dieses Land einigermaßen aufzubauen und regierungsfähig zu machen. Nun überschwemmt eine Welle von Menschen aus Kriegsgebieten. Und offensichtlich ist der Kosovo ja kein Kriegsgebiet. Dieses Europa und speziell diese Bundesrepublik Deutschland, ist das unter diesen Bedingungen auch den Zurückliegenden zu erwarten, dass das noch akzeptiert wird, wenn Sie sagen, Deutschland soll auch die Kosovaren alle aufnehmen und sie bilden und ausbilden? Did you understand the question? Yeah, particularly, but probably he is talking about the investment of the international community in my country. One of the officer of the European Union once he said that with those money we invest in Kosovo we could build one Kosovo in the sky. So lots of money were invested there, but the monies are in the package of the politician, but also in the package of the international community who ruled in that country. UNMIC failed to bring justice, and ULAC is failing to bring justice. You know the last accusation from the Maria Bahme, who is a prosecutor from England, are very serious. He claimed that I have evidences that the European prosecutors are receiving money directly from the Kosovo Mafia. So the international community bring the money there, but it wasn't just the Kosovars who took that money. The bigger share was going to the international community. So special from the when the ULEX came, this things start to get worse, because the ULEX was this kind of mission. Whenever they saw is one a big case, they intervened and took that case. And after 1 year, they give up. They say, "Oh, in this case is not any proven. We cannot investigate further." So there are a lots of money who were invested there, but a lots of money got outside also from international community. Okay. Noch zwei Fragen, vielleicht noch drei letzten Fragen. Eins, zwei, drei. Und dann. Ja, guten Abend. Ich stelle die Frage auch auf Deutsch. Ich komme selber ursprünglich aus dem Kosovo, lebe hier schon seit 26 Jahren. Und ich hätte eine Frage bei Herrn Durici, ich stelle die nochmal auf Deutsch. Er sagt, er wegen Veränderungen jetzt in der Hauptstadt. Ich persönlich sehe die Veränderungen in der Hauptstadt, da wäre zum Beispiel die Baumafia bekämpft. Wir haben keine Schwarzbauten mehr in Pristina. Und wie sieht er das? Und dann hätte ich noch eine Ergänzungsfrage.
ob er für die Gazeta Express, wo er gearbeitet hat, ob er noch da tätig ist, weil die ist ja sehr regierungsnah auch. Und der Herausgeber davon ist ein ehemaliger Abgeordneter von PDK. Und PDK, da kann bestimmt Frau Flotau auch was sagen, das ist die Partei, die sehr ja, in organisierter Kriminalität nachgesagt wird. Das wäre ja meine Frage an Herrn Durisi. Danke. I didn't know it was a question or comment, but the thing is that really I mentioned before the first challenge for me was the owner of media, and I thought that it's, we are in trouble with owner of media. Of course, the newspapers are like this, mixed with politics, with organized crime, but we don't have any other choice. We have to work, so we have to find this kind of path like a snake. To find if this story is not going in this media, we can publish another media. We have to struggle. If we decided that we are looking for a pure magazine who is pure people, you cannot find that. It's impossible. Okay, Adonani. Mal an Renate Flotau. Wir haben beide gesehen, die Islamisierung in Bosnien unmittelbar nach dem Krieg. Wir haben die islamischen Brigaden gesehen. Wir haben eine ähnliche Entwicklung in Kosovo gehabt. Hat die europäische Community, die ja nun laut angekündigt hat, was sie alles tun würde in diesen beiden Ländern, dann letztendlich versagt, weil mal wieder andere Dinge kamen, schneller kamen, es nicht mehr so interessant war, haben wir Kosovaren oder auch Bosniaken allein gelassen? Ich glaube ja, da kann man einfach ja sagen. Sie haben völlig versagt und sie waren auch wenn man diese Verwalter sieht, die es gab, sie waren eigentlich auch gar nicht interessiert. Jeder hatte nur eine Angst, dass während seiner Amtszeit was passiert. Dafür hat man sich ja auch dann mit dieser korrupten Führung zum Beispiel im Kosovo sehr eng verbunden, weil die ja ein Garant dafür waren, wenn irgendwas im Busche war, dass die ihre Leute unter Kontrolle halten. An mehr waren sie nicht interessiert. Und auch auf den Islam zurückzukommen, es gab ganz am Anfang, als sich diese humanitären Organisationen bildet oder kam ins Land kamen, gab es von der Kosovo-Polizei die Bitte, dass man das untersuchen könne. Es gäbe sehr zwielichtige Organisationen, islamische, und das hat dann die UN verboten wegen Religionsfreiheit. Also sie haben nichts gemacht, sie haben, und das wissen auch die Kosovo-Albaner, sind also maßlos enttäuscht von UN, von Eulex. Eulex ist ja noch schlimmer als UN, und es ist sehr traurig, wenn man sieht. Das eine letzte Frage da hinten. Seider, meine Frage geht sowohl an Herrn Durisi wie auch an Frau Flotau. Sie haben sehr eindringlich beschrieben, dass Ihr Land in einer sehr schwierigen, nahezu verzweifelten Situation ist. Sie sprachen davon, Ihre Landsleute haben keine Zukunft mehr. Und jetzt kommt meine Frage, sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, dass die Europäische Union oder auch Deutschland als Nationalstaat etwas konkret für Kosovo tun kann, damit sich die Situation zumindest mittelfristig bessert? I mentioned it many times before and I'm going to mention again. The isolation is not a solution. We have lots of problems. The problems are getting worse with isolation. If the really European Union wants to have a solution there, they must open the borders. Let the people to find their future. It's much more better to have the people who came legally in Europe and can be controlled than to have the people who came through Hungary as a refugee. So if with the close, the border closed, and with this worst visa regime, the situation are getting crazy. And the people cannot wait anymore. So European Union failed to bring justice through ULEX. UN failed to bring justice through UNMIC. So without justice, why you are expecting peace? Without justice doesn't have peace. So you have to let people to come here, where, whatever they want. Some people are forgetting here in Europe because we are just 1.8 million. Imagine in one night all of us came in Europe, in Hamburg, and it will not be a problem. 1.8 million.
You can host it in your homes in Hamburg, 1.8 million. So you would double the people who are living in Hamburg. So it's. Ja, das ist das, was ich auch sagen wollte. Dann gibt es im Kosovo keine Albaner mehr, schätze ich, wenn wir die Tore aufmachen. Was kann die Europäische Union tun? Ja, es ist sehr schwierig, würde ich sagen. Was soll man unten machen? Man müsste von vorn anfangen. Man müsste das Bildungssystem neu aufbauen. Man müsste eigentlich alles neu aufbauen unten. Als erstes ist immer meine Meinung, müsste mal die Führung weg. Eine Führung, mit der man reden kann, mit der man auch die Gerichte dann, Gerichte sind ja genauso fürchterlich wie das Schulwesen. Sie haben ja, glaube ich, also keine Richter, die noch objektiv urteilen können. Aber ich glaube, das Hauptproblem, weil er eben auch sagt, es ist eine wirtschaftliche Perspektivlosigkeit. Das Hauptproblem ist doch letztlich, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, erstmal. Und das kann man nur, wenn der Kosovo, wenn der Status des Kosovo endlich mal gelöst wird. Wir haben ja noch ungelöst, was wird mit den Serben im Nordkosovo passieren? Wir haben 100 ungelöste Fragen im Kosovo. Und ich glaube, das müsste man erstmal lösen, dass die Firmen, die investieren oder die größeren Betriebe, dass die eine Sicherheit haben. Sei es von den Gerichten, sei es, dass sie nie, ich weiß nicht, wie viel Korruptionsprozente zahlen müssen an die Politiker. Wenn andere Firmen erstmal investieren, wenn die Albaner Arbeit finden, dann kann man wahrscheinlich auch mit den Schulen wieder aufbauen oder mit dem Erziehungssystem. Allen die Türen aufzumachen, dann würde ich sagen, dann ist er leer, der Kosovo, morgen. Jetzt die allerletzte Frage und hier noch in der zweiten Reihe vorne. I apologize that it is not a real question. Ich werde es auf Deutsch sagen. Mein Name ist Freimut Duwe. Ich war der Beauftragte für die Region, über die wir heute sprechen. Und ich muss nach der Diskussion eine Bemerkung machen. Ich war damals derjenige, der nach der serbischen Angriff auf die Albaner den Begriff Völkermord in die Diskussion gebracht hat und versucht hat, zunächst die deutsche Regierung zu überzeugen, dass wir eingreifen müssen, um die damals muslimische Bürger im Kosovo zu retten vor dem Angriff. Das gelang mir nicht. Dann bin ich nach London. Ich war damals der außenpolitische Beauftragte im Bundestag. Und dann bin ich nach London gefahren. Und ich habe dann aber die amerikanische Regierung überzeugen können, dass eingegriffen werden muss. Ich habe es, der Versuch Belgrads, ich war auch in Belgrad und habe dort versucht, die Belgrader Regierung zu überzeugen, dass sie auf keinen Fall diesen Krieg anfangen dürfe. Sie war aber nicht zu überzeugen und hat dann diesen Krieg begonnen und hat ihn mit Völkermord, Ideologie, die ich nachgewiesen habe, mit den Thesen, die dort gesagt wurden, begonnen. Ich wollte das nur deutlich machen. Und man kennt ja was dann auch passiert ist. Und die Weiterentwicklung der Islamisierung ist hier in der Diskussion sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Ich wollte nur sagen, deshalb ist es für den Politiker, der jetzt Rentner ist,
sehr dramatisch, das alles zu hören, was ich jetzt heute über, über die Kosovo-Entwicklung im Detail gehört habe. Habe fast das Gefühl, was wäre eigentlich passiert, wenn wir, es gibt noch einige andere, damals gesagt hätten, den Mund halten, lasst euch, wir intervenieren nicht und lassen die Serben tun, was sie tun wollen, dann hätte es den Krieg nicht gegeben. Herr Uwe, vielen Dank Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank den beiden Diskutierenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und es gibt noch die Möglichkeit, wie Herr Tetzlaff gesagt hat, hier was zu trinken und zu essen.